So, Hallöchen und ich bin wieder zurück zu Let's Play Cabal Online Folge 8. Und bevor wir jetzt auf unseren coolen 20er Marcus LP Etralschützen gehen, werden wir erstmal, da ich sehr viele Anfragen gekriegt habe, auf den zurzeit Level 107er X Marcus X gehen. Aber nicht lange, nur in der Folge so ein paar Minuten. Und kurz, ja, es wollten einfach viele Leute, wollten kurz einen Einblick haben, wie ich auf dem Charakter so drauf bin und alles. Ich kann jetzt schon sagen, es wird nicht allzu spannend, aber ihr werdet sehen. Naja, auf jeden Fall wollte ich mal wieder jetzt aufnehmen. Ich habe jetzt schon wieder 3 oder 2 Tage nicht aufgenommen, sondern nur Rollercoaster aufgenommen und gerendert. Und irgendwie ist Rollercoaster so, ich weiß nicht, das kommt glaube ich nicht so gut an wie Cabal. Ich meine, interessiert sich irgendwer überhaupt für Rollercoaster? Weil darauf habe ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht so. Tipp: Die X-Dungeons sind für den Einzelspielermodus noch Schwierigkeitsgrad verfügbar und stehen für Charaktere mit mindestens Kampfstile Klasse 11 offen. Klasse 11, ist das hier Rang 11? Ich hoffe mal. Ich bin übrigens Rang Genius. Bei den Kampf-XP bin ich so weit, dass ich bis Level 100, 189 haben müsste. Das ist eigentlich schon ziemlich gut, finde ich jetzt, weil ich war Level 105 und war noch nicht mal mit den 90er fertig. Ich habe dann irgendwie tagelang an den Dummies gestanden und hier seht ihr schon, ich habe übelst viele Skills. Zumindest kann man das jetzt mal so übelst viel nennen, im Gegensatz zu LC, finde ich. Viele sind auch Buffs, zum Beispiel Schrei des Widerstands habe ich unten nicht drin. Oder, fatales Angreifen ist kein Buff. Irgendwo war noch ein Buff, ach so, hier Immunität, den habe ich aber unten drin, das seht ihr ja da. Ja, auf jeden Fall wollte ich mal kurz zeigen, wie das so ist. Ich habe jetzt nicht die besten Waffen und alles, Moment. Ich habe hier eine +5er Waffe, ab 107 kann man eigentlich eine neue Waffe holen, aber dazu seht ihr, ja, ich habe nicht gerade sehr viel Geld, ich gehe immer droppen, die Sachen verkaufe ich dann, hier zum Beispiel kriege ich für die beiden 100.000 für, das ist jetzt nicht allzu viel, aber manche Rüstungsteile bringen 300.000 oder sowas, die ich droppe, oder diesen Trainingstrank Intelligenz, den stelle ich immer in den Marktschreier oder in den Aktionshaus, heißt es hier, für 300.000 und alles, es geht schon gut weg, die hat man irgendwie wegen Serverwartung Geschenke gekriegt, ja, die Rüstung, ich versuche zurzeit diese komplette Rüstung zu kriegen, also die roten, weil wenn man 4 gleiche Rüstungsteile angelegt hat, steht unten Set-Bonus, mystisch, kriegt man Verteidigung +5 und Verteidigungsrate +5, zig, und ja, was gibt's eigentlich noch zu sagen, ich habe jetzt hier nicht die besten Sachen, eigentlich, ich bin jetzt eigentlich, für alle Leute, die Cabal richtig gut kennen und sowas, die werden wahrscheinlich jetzt sagen, oh, bist du Noob oder so, aber wie gesagt, ich komme damit zurecht. Ich bin jetzt schon 107 und habe eigentlich noch nie richtige Probleme mit den Leveln gehabt. Ich haue immer diese 5 Buffs rein, die ich jetzt reinhaue im Moment. Wir leveln mal ganz kurz ein bisschen, naja, wir kloppen ein paar Mobs. Und dann werde ich gleich auf den anderen Charakter wieder umtauschen. Hier haben wir einen Spuk. Hier lohnt sich kein Kombo-Start, dafür hauen wir einfach mal einen Blitzschlag rein. Bum, 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 batz und weg ist er. Hat wieder Geld gedroppt. Hier habe ich vorhin, nee, ich war hier, hier ist ein Tempel. Ja, dafür kann man solche, da braucht man so Eintrittskarten für, die kosten 3 Millionen. Entweder kauft man die für 3 Millionen oder man kauft sie für Cash, was ich aber nicht mache. Oder man droppt sie einfach mal hier bei Gespenstern und Spooks und sowas. Ja, jetzt habe ich gemisst, sehr schön. Also, das ist eigentlich wieder gemisst. Geiler Scheiß. Nee, das ist eigentlich ziemlich geil, wenn man die Eintrittskarten einfach mal droppen kann. Im Notfall kann man die auch für 3 Millionen verkaufen, kriegt man auch mega Geld für. Also, ja, 3 Millionen sind hier mega Geld, weil ich bin zurzeit Level bei Rang Genius und da gibt es 3 neue Skills. Jedes kostet 3,7 Millionen. Und ich habe erst den ersten Skill. Das ist der Blitzschlag, den ich hier die ganze Zeit einsetze. Die anderen sind, sage ich mal, ich weiß nicht, ob die was bringen. Die ziehen auf jeden Fall nichts. Das sind irgendwelche Buffs, soweit ich mich erinnern kann. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall brauche ich dafür noch eine Menge Geld. Dann gibt es noch die Upgrade-Skills. Da hänge ich auch hinterher. Ich bin mit Beherrschung der Vitalität erst Level 7. Ich könnte das bestimmt schon auf Level 9 machen. Und der Rest, naja. Naja, naja. Also, ich weiß jetzt nicht. Gibt's hier noch irgendwas, was ihr unbedingt sehen wolltet? Außer, dass ich die ganze Zeit misse, irgendwie. Ja, nicht schlecht, ne? Okay, ich würde mal sagen, ich tausche mal kurz auf den anderen Charakter. Es gibt eine Tagesquest. Ja, ist mir egal. Die Verbindung zum Server wird getrennt in 2, 1, 0 Sekunden und wir gehen jetzt auf Marcus LP und wollen noch 1-2 Level abschaffen in dieser Aufnahme. Das wäre ja nicht schlecht. Und wie gesagt, ich halte euch immer mit dem Klingenstürmer auf dem Laufenden. Let's Show wird erstmal nicht kommen, deshalb habe ich kurz, ganz kurz irgendwas gezeigt. Beziehungsweise ganz kurz mal einen Einblick gegeben.
Und irgendwann später wird es dann halt ein richtiges Let's Show im Maße von 30 Minuten oder sowas geben. So. Green Despair 2, sprich mit Offizier Schütteberg. Jawohl, das machen wir doch gerne. Aber dazu gehe ich gerade weg. Hier. Waren wir da nicht gerade? Oder hatten wir das schon? Quest. Ich habe verstanden. Okay. Level 2 Dungeon beendet. Kehre zurück zu Green Despair. Lehrmeister Kalua müssen wir. Okay, da gehen wir jetzt sofort hin. Und dann sehen wir mal weiter, was war jetzt. Ich glaube, jetzt kriegen wir ganz viel hiervon. Magie-XP. Rang ab komplett. Hä? Ja, stimmt. Jetzt haben wir erstmal Multischuss. Das habe ich auf dem anderen. Das heißt anders. Deshalb wusste ich es nicht. Wir hatten eben 14. Jetzt haben wir 17. Das ist schön. Rückstoßrüstung Level mal. Präzision. Achso, ist eigentlich ein Unterschied zwischen Angriffsrate? Ne, magische Angriffsrate gibt es nicht. Okay. Das, wie bei LC, hätte ich jetzt gedacht, dass man irgendwie magische HR und diese HR hier unterscheiden muss, aber das ist dem nicht so. Zauberwelle leveln wir mal. Das kostet 2 Skillpunkte. Oh. So, wir sind jetzt Rang ab wieder. Wir können jetzt hier 10.000 haben statt 5.000. Das ist schön. Verteidigungsrate, ihr seht, wir haben ein paar Sachen dazu gekriegt. Dieser Skill kostet 5000 SP. Wenn man ihn einsetzt, haben wir 40 Angriff mehr, 40 Magieangriff, 40 Verteidigung, 200 Angriffsrate und so weiter. Und das Gute ist, der ist jetzt Level 1, bringt da so und so viel, aber sobald wir Level 30 kommen, kriegen wir noch einen neuen Kampfmodus-Skill, schätze ich mal. Und der hier wird Level 2. Kampfaura wird ebenfalls Level 2. Das ist schon richtig geil. Den Astralbogen haben wir mal nach da. Und ja, mir wurde der Tipp gegeben, hier braucht man eigentlich nur Rückzug und Sprint. Und mehr werden wir auch wahrscheinlich nicht skillen. Wir gucken mal zu Lehrmeister Kalua hin. Ich habe natürlich vergessen, hier irgendwie offscreen zu farmen, wenn man das so nennt. Hallo? Ja. Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, haben wir wieder ein DC? Nein, haben wir Gott sei Dank nicht. Und ja, wollen wir irgendwas hier skillen? Ich weiß gar nicht, was es hier gibt, weil ich habe ja keine Magie-Dings. Experte, Meister, okay. Beim Klingenstürmer gibt es hier gar nicht so viele. Da gibt's das letzte ist dann irgendwie drei hier weiter oder sowas. Aber Novize können wir schon, Lehrling. Können wir Anwärter? Nein. Wollen wir mal irgendwas skillen? Was hat denn hier am meisten Angriff? 125. 125, ja, nehmen wir mal 125er Eiswelle. Wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Nein, warte, da, zack. Hä? Deine Slots sind. Nein! Ja, Erdfall, brauchen wir Erdfall? Eigentlich nicht, ne? Todesschuss, tödlicher Angriff durch eine Behinderung. So, Leute, wir machen das jetzt so: Erdfall weg. Erdfall weg. Erdfall mit Enter drücke ich das gerade für alle, die sich wundern. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber 1000 oder sowas, das ist ja nicht der Rede wert. Später bei den Skills, wenn man ein Skill zurücksetzen will, bei meinen jetzt zum Beispiel, kostet das irgendwie schon 300.000. So, Rechtsklick benutzen. Was haben wir gerade? Eiswelle. Das tun wir mal hier hin. Und skillen es gleich mal auf Level 3. Das hat jetzt 129 Damage. Das ist sozusagen unser stärkster. Sehr schön. Und ich würde mal sagen, wir gucken jetzt, was wir weitermachen. Gehe zu Dayton Krämer in Bloody Ice. Da gehen wir natürlich sofort hin, indem wir einen Ladebildschirm haben, der jetzt schon um ist. Oh. Habe ich euch schon das Aktionshaus gezeigt? Ja, ne? Ja, ich glaube. Ist das so, wenn ich auf dem anderen Charakter Sachen drin habe? Ja, die habe ich dann hier auch. Okay. Ja. Können wir irgendwas. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Muss ich gerade mal gucken, aber das ist nichts, was man verkaufen könnte. Schade eigentlich. Naja, hier ist der Krämer. Da müssen wir jetzt hin. Quest. Gib ihm die Heat Potions. Ja, machen wir. Da kriegen wir Geld für und EP. Sehr schön. Offizier Dunhike ins Desert Scream. Da gehen wir auch hin. Oh, wir haben schon über 200 HP, fällt mir gerade auf. Ich war Level 21? Waren wir da schon die ganze Zeit? Hatten wir ein Level Up? Oh. Ich weiß gar nicht, auf was wir skillen müssen. Auf Intelligenz, oder? Machen wir einfach mal. Jo, auf Intelligenz schadet nie. Dann ist man ein bisschen klüger. Und wir machen immer noch. Ich fühle mich geehrt. Okay, das mache ich. Gehen wir nach Desert Scream Residenz. Das ist genau hier hinter. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte. Tut mir leid, falls ja. Und ich mich wiederhole, dann müsst ihr mich entschuldigen. Es ist eine Ehre, dich zu treffen. Sag Hallo zu Jörn. Ja, da kam auf einmal Yuan aus dem Nichts, sprich erneut mit Vera Dix.
Jawohl, machen wir natürlich. Aufgabe gelöst. Kriegen wir wieder Mega EP, Mega FP, Mega Gold. FP sind. Ich nenne diese Teile, warte. Diese Dinger hier nenne ich immer FP. Eben hatten wir 17, jetzt haben wir 18 durch die Quest. Ich weiß nicht warum, aber ich nenne sie immer FP und daher. Das hier sind SP, dieses Goldene, was man für die Skills braucht. Ein bisschen verwirrend irgendwie, wenn ich das FP und SP nenne. Wenn irgendwelche LC-Zocker zugucken, zumindest. Gehen wir nach. Achso. Da war ich doch gerade. Ich dachte, es hat gereicht. Okay. Und ja, ich wollte eigentlich ein paar Level Up nochmal schaffen. Beziehungsweise ein, zwei Level Up schaffen. Jetzt habe ich schon fast zwei Level Up geschafft. Gehen wir nach Investigators Camp. Gehe zu Aldebaran. Allerdings da, das ist hier unten. Aber vorher war hier unten doch noch eine Quest. Ja, hier bei Lehrmeister Gette. Die nehmen wir natürlich auch noch an. Quest. Okay, ich werde es tun. Was auch immer. Bugrail. Der hat auch noch eine Quest. Bugrail ist da unter. Bugrail. Zeige Diplas deine Fähigkeiten. Amaku, der ist auch da. Und Geschwister Ellen hat noch eine Quest. Was ist denn da los? Bitte schön hier, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Hat noch wer? Das ist der... Okay. Dann machen wir das mal schnell. Wir haben ja auch hier drei Felder im Inventar frei. Das heißt, da müssen wir uns gar nicht drum kümmern, dass wir irgendwie voll werden. Das klappt schon. Nicht wie früher. Da war ich irgendwie, als ich nur zwei Felder hatte, immer sehr zugepumpt mit irgendwelchen Müll, den ich gar nicht brauchte. Du versuchst Gutes, ja. Finde ich auch. Schwanz eines Backmanders. Und scheiße, ich habe gar nicht drauf geachtet, wie lange ich aufnehme. Muss ich gleich mal gucken, wie ich das dann mache. Aber das ist ja nicht euer Problem und deshalb labere ich davon jetzt auch nicht. Und da hinten müssten gleich die Amakus und... Warte... Amaku, Bugrail, Schwanz eines Bugmanders. Okay, welche Dinge haben wir hier? Rückstoß, das hier, Regeneration, so. Achso, ich komme damit überhaupt nicht drauf klar. Wie geht's Sprint? Teleportiert ihr einen immer nach unten links oder was? Das ist doch voll bescheuert. Kannst du in die Tonne kloppen, wenn das so ist, ganz ehrlich. Das ist... Moment, erstmal leveln. Wir haben ja eh die Dinger. Rückzug. Ja, der immer so unten links mäßig hin. Ich komme überhaupt nicht drauf klar, wie das funktionieren soll. Also, haben wir den Bogen ausgerüstet? Jo, dann machen wir einfach mal BOOM in die Fresse. Oh. So, nächster. Käfer One Hit, was war denn das? Wie viel kritischer Schaden hat denn der? Schade, steht da noch nicht bei den Skills. Später gibt es nämlich irgendwie... Skills, da ist der Schaden, da steht, wie viel Prozent kritischer Schaden oder sowas da ausgerichtet werden, keine Ahnung. Ziemlich praktisch eigentlich. Man hat ja auch auf C kritische Treffer 23% und man merkt ja auch schon, wie oft man krittet. Und da hinten die Hybridmander sind die Schwanz eines Bugmanders. Jawohl, nehmen wir mit und... Nächster Arm, Marco. Alter, ich muss sagen, mit Fernangriff, ich weiß nicht, ob ich das schon so oft gesabbert habe, aber es geht richtig geil. Das ist, keine Ahnung, ich muss nicht zu den Mobs die ganze Zeit hinrennen und die sind zu schnell down. Entweder haben wir mega viel Angriff durch unsere coolen Waffen, die wir wahrscheinlich, ja, so cool sind die gar nicht, oder? Findet ihr das cool? Ja, die sind cool, okay. So, ich würde mal sagen, wir hauen mal, weil ich nicht weiß, was das ist. Warte, Multischuss rein und dann gucken wir mal, wie das abgeht. Boom, jetzt komm her, zack, Miss. Jawohl, sehr cool. Okay, der ist tot. Nächster. Den Hybridmanner killen wir gleich hier. Einmal umbringen, bitte. Boom. Und irgendein Schwert. Und wir müssen gleich noch Bugrail killen. Ich glaube, das ist so ein Boss-Mob, schätze ich mal. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube... Und wir brauchen echt mal mehr Skills. Wir haben ja kaum Skills, aber wir brauchen dafür erstmal Slots. Das heißt, da brauchen wir uns noch gar nicht drum kümmern. Weil, wenn wir uns das so angucken, so viel Slots haben wir gar nicht. Ich fange immer wieder damit an. Mit meinem anderen habe ich keine Ahnung, aber da kann ich ewig weit runter scrollen bei den Slots. Da habe ich so viel frei und das brauche ich gar nicht. Da habe ich auch über 200 Fähigkeitspunkte, hier Magie-Skill-Punkte. Und die kann ich gar nicht verskillen, weil ich die Skills gar nicht brauche und alles. Das wird wahrscheinlich hier auch so bei dem Schwert später sein. Aber das sehen wir ja dann selbst später irgendwann. So, hier die beiden noch. Der hat nichts gedroppt. Und der hat
Was gedroppt. So, was haben wir noch? Ein Amako müssen wir killen. Das haben wir gleich. Du hast das Aufgabenziel erreicht. So, hier haben wir wieder das Aufgabenziel erreicht. Da habe ich jetzt aber keinen Bock, nochmal drauf zu klicken. Und hier ist irgendwo Bugwail. Bugrail. Wo ist er? Hinten weiter noch. Oder? Oder? Amako Plus. Den killen wir auch mal. Der kann gute Sachen droppen. Vielleicht. Weiß ich jetzt nicht, aber... Das ist, wie gesagt, die Plus sind so ein Elite, würde ich jetzt sagen. Das sind die stärkeren von den Mobs. Die droppen auch meist gute Sachen. Wo war denn Bugwail? Ach, da unten. Oh, sind wir ein bisschen falsch gegangen. Hybridmander. Bugwail. Bugrail. Ich keine Ahnung, wie man das ausspricht, ganz ehrlich. Bugrail. Oder einfach Boss. Nee, das ist kein Boss, glaube ich. Hat er was gedroppt? Ja. Oh. Katana von Bugwail. Wollen wir nochmal kloppen? Vielleicht droppt da ja irgendwas für uns. Das wäre ja lustig. Oh, ziemlich lustig, ne? Nein, vielleicht droppt da jetzt irgendeine gute Rüstung oder sowas, was wir anziehen können und dann würde sich ja lohnen. Katana, Klinge, ja, beides nichts für... Oh, kann man auch alles so teuer verkaufen? Das ist null Gold wert. Ja, das hat sich natürlich gelohnt, du. Einmal kloppen wir ihn noch, damit wir immer noch die Hoffnung haben, irgendwas für uns zu droppen, aber ich glaube nicht. So, gleich aufgehoben. Okay, wieder zwei Dinger davon, das brauchen wir dann nicht. Dann gehen wir mal hier hin, wo wir noch hin müssen. Hier ist so eine, wie heißt das, Investigator Camp. Gehen wir mal rein. Lalala, und da müssen wir jetzt mit den ganzen Leuten hier sprechen. Da müssen wir auch noch ganz oft hinrennen, das habe ich auch schon öfter gesagt. Aufgabe gelöst. So, Level 22. Yeah, krasser Scheiß. Können wir jetzt wieder reingehen. Gehe ins Camp und triff, dann können wir wieder draufklicken. Und sind wieder drin, können wir wieder mit den ganzen Leuten reden. Kaffeekränzchen mäßig, trifft zuerst Bein, jetzt müssen wir mit denen dann reden. Geh zu Fred, Fried, was ist denn das für ein Name? Fred mit Doppel-E. Okay, das machen wir. Geht zu Arionel oder so. Da gehen wir natürlich sofort hin. Ja, also schön, dich zu sehen. Geht zu Eike. Eiche, also du bist sehr. Geht zu Aldebaran. Und ja. Dann gehen wir wieder zu dem. Ah, okay. Yeah, geschafft. Und haben irgendwas Gutes gekriegt. 104.000 Gold. Sehr schön. Und wieder hier haben wir eine Quest. Och, komm, das ist doch nicht dein Ernst, oder? So, wir gehen hier wieder rein und reden wieder mit Aldebar-Dings. Okay, das mache ich. Okay, das... Ups. Das mache ich, das mache ich. Gehen wir nach Desert Scream Residenz. Ja, endlich. So. Da klicken wir jetzt hin. Und jetzt können wir die ganzen Quests erstmal gleich abgeben. Aber ich überlege, ob ich das mache, während die Framerate gerade so verrückt spielt. Oder ob ich kurz zu Trainingsdummies gehe, da ein bisschen kloppe, während ich kurz eine Offscreen-Pause mache. Und ja, also ich mache kurze Pause bei Trainingsdummies und wir sehen uns gleich wieder, okay? Haut rein, peace. Okay, Leute, ihr seht, wir sind 21 von 42 Magie-XP weit. Es war jetzt nicht so viel, weil die Pause nicht so lang war, aber wir haben wenigstens was erreicht. Und ja, ich habe gleich eben nochmal geguckt, wie lange ich schon aufgenommen habe. Ich müsste jetzt irgendwie bei 18 Minuten sein. Ich habe nur 5 Clips ein bisschen grob zusammengerechnet. Wir werden jetzt nochmal schnell die Quests abgeben, neue annehmen und danach werde ich mich sofort an Folge 9 ransetzen. Wir müssen hier rein, das weiß ich noch, beziehungsweise das steht auch oben. Dann wird es ja nicht allzu falsch sein. Hier, okay, ich wollte sagen, ja, mach dir keine Sorgen. Gehen wir nach Investigator Camp. Nö. Da will ich jetzt nicht nochmal hin. Das finde ich ein bisschen mies mit der Lauferei. Wir hätten ja zwar diesen Service, aber dann wären wir hier und ich weiß nicht, ob das kürzer wäre. Müssen wir gleich mal gucken. Wo haben wir noch die Quests? Hier hinterm Haus. Oder hier. Was ist denn das? Quest. Nun, ich mag zwar die Art, wie du redest, nicht, aber ich werde... Erhalte die Kaktusfrucht. Ja, gehen wir nach Bloody Eyes. Krämer. Nee, Alchemist. Da gehen wir auch noch hin. Und ja, für meine Zuschauer, die schon länger zu gucken, ihr wisst, wenn ich auf einer bestimmten Auflösung spiele, am Anfang Framerate mega geil, irgendwann nach 15 Minuten circa voll Einsturz für ungefähr 10 Minuten. Kann ich nichts so, außer auf einer anderen Auflösung zu spielen, aber dann fängt das nicht nach 10 Minuten an, sondern nach 30 Minuten oder so. Und ich spiele irgendwie lieber auf dieser Auflösung. So, wieder ein Level up. 10 Punkte zu verteilen, machen wir alle mal auf Intelligenz. Oder? Machen wir ein paar auf Dextery, 2 auf Dextery. So, und Intelligenz. Was haben wir hier noch? Die Übergabe des Befehls. Eingangs- und Forscherlager.
ist das Heilsforscherlabor, ich schätze mal. Haben wir noch irgendwo, warte, wo müssen wir den Schwanz abgeben? Dabei, wie heißen die? Eilen Krämer oder so? Eilen. Ey, ich kann das überhaupt nicht aussprechen. E-I-Doppel-L-E-N. Es ist nicht Eileen, es ist nicht, keine Ahnung. Oh Gott. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, ganz ehrlich. Eilen nenne ich es jetzt. Eilen. Eileen kann man es ja nicht nennen. Quest abgeschlossen. So, wir haben schon wieder 24%. Ich würde mal sagen, wie weit sind wir hier? 23, okay. Okay, ich gehe jetzt noch zum Investigator Camp, dann machen wir kurz die Quest da und dann werde ich aber abbrechen hier. Dann werde ich die Folge beenden und dann sehen wir mal weiter, was wir in Folge 9 so machen werden. Es muss ja schließlich irgendwann getan werden, dann können wir es auch jetzt schnell tun. Dann habt ihr nicht in der nächsten Folge am Anfang gleich das Spektakel, dass wir da hinrennen, sondern jetzt schon gleich. Ja, dann müsst ihr nicht lange warten. So, ein Skill bringt 0,7%. Mensch, wenn das mal so auf LC wäre, wirklich pro Schlag EP kriegen, das müsste irgendwann mal... Gibt es noch andere Spiele, wo man pro Schlag irgendwie EP kriegt? Ich finde das richtig genial hier einfach. Wirklich, ich habe für den Mob eben 2 Schläge gebraucht und für beide Schläge 0,7% ungefähr gekriegt. Jetzt habe ich 1,4% fast gekriegt, nur für einen Mob. So, Berin, erzähle ihm, Aufgabe gelöst. Ui. Mensch. Und, haben wir wieder hiervon gekriegt? Nein. Ja, aber wir haben neue Quest hier. Geh ins Camp. Ja, machen wir. So. Den reden wir jetzt noch an. Ja, worum geht es? Sagtest du Ring? Okay, ich mache es. So, wir müssen Lagerhaus der Diebe Dungeon beenden. Okay, da gehen wir gleich rein. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, bis zur nächsten Folge. Hab euch lieb.